Das Schicksal des Universums. Punkt, Punkt, Punkt. Da ist ein Loch drin. Kennt ihr die Schweizer Käsesonnen? So sahen die aus. Wie sie erleben. Wir haben schon lange kein Leben mehr angesammelt. Schon mehr als eine Minute her. Arsch verbrannt. Check. Ah, das sind die ganzen Level. Die sind nicht besonders schwer. Nein, 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 nicht runterfallen. Das ist übrigens das Einzige, was einen töten kann. Wenn man da oben ist, weil man sich denkt, Leben! Wir hatten schon noch kein Leben mehr. Und dann, bam. Ja, wenn ich schon mal berührt wurde. Jetzt kommt das mit den Riesenraketen. Naja, so riesig sind sie dann doch nicht. Die kommen erst da hinten. Warum springt der nicht? Echt jetzt? Hat mich das Ding echt erwischt. Schade. Ich wollte eigentlich das eine Ding in dem anderen reinleiten, so. Nimm das! Oh mein, warum lässt du denn los? Ja, er soll ich sterben. Anstatt einfach festzuhalten, nein, er denkt sich, ja, meine Hand. Geduckt! Ja, funktioniert schon besser. Ich bin einfach mit den Händen näher zum Gerät gegangen. Dann ist es perfekt. Dann macht er nicht so eine Kacke zwischendurch. Ha, wo suchst du denn? Prinzessin Peach ist hier drüben. Irgendwie sehe ich sie mal wieder. Aber so gefangen sieht sie gar nicht aus.
Immerhin wird sie durch die Gegend kutschiert. Bestimmt zum Nagelstudio und so. Die Frisette ist wieder am Wackeln da. Die Zeit ist gekommen. Der große Königsstern, der Kern meines neuen Universums sein wird, nähert sich seiner Vollendung. Sieh genau hin! Mit diesem Stern im Zentrum werde ich zusammen mit Peach mein 10.000 Jahre währendes großes Galaxie-Imperium errichten. Und mein Imperium wird sich wie der Urknall im ganzen Universum ausbreiten. Aber nur 10.000 Jahre lang. Danach macht's puff und ist alles wieder weg. Und das heißt, Mario, du musst zuerst aus dem Weg geräumt werden. Das verstehst du doch, oder? Dass er immer so böse ist, der könnte auch sagen, lass mal halbe-halbe machen und dann easy going. Aber nee, er sagt, tot und so. Du hast einen Kopf, ich kann dir trotzdem in die Fresse hauen. Obwohl das schon mehr Skill erfordert, den jetzt in die Fresse zu boxen. Und noch einmal. Nächste Stage. Daneben geschlagen. Schon wieder daneben geschlagen. Getroffen! Einmal nochmal nachrollen lassen. Okay, ein letztes Mal. Glaube ich. Das war knapp. Ja, jetzt haben wir gesehen, was er macht. Roll die, roll die, roll die, roll die, roll die. Und spring. Und mal wieder den Arsch verbrennen. Inklusive langer Nudel. Wo ist denn? Komm her! Der läuft komisch. Der Planet ist nicht so richtig rund wie der andere. Ich sehe das doch. Oh, jetzt aber sauer. Er rennt wieder hier. Mit Rennen meine ich roll, 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 roll. Ein bisschen zu weit gelaufen. Das ist falsch abgewogen. Gib ihm! Gib ihm! Der Bowser kriegt so richtig den Panzer versohlt. Voll gut, App Apex und Kirchen auf meinem MC-Server, please schlafen legen und einmal rausgehen. Sind die beide eingepennt? Kerry, lebst du noch? Apex, lebst du noch? Lebenssignale, bitte. Nicht, dass ihr da am Ende, am anderen Ende einfach da so... Der krosse Stern aus der krossen Krabbe.
Hey, ist da der große Stern? Nein, hier ist Mario. Großen Stern erhalten. Tja, durchgespielt. Aber viel zu früh schon. Gerade mal mehr als die Hälfte der Sterne nur. Da ist Peach. Los, düst dahin. Ich hab's. Oh, Bowser Junior düst auch deinen Lava-Planeten rein. Das sieht nicht gut aus. Da ist Bowser! Mein Königstern! Mein Kosmos! Er schrumpft! Das sieht nicht gut aus. Das ist auch kein Schrumpfen. Eine Implosion! Das war ein schwarzes Loch. Oh oh. Das sieht gar nicht so geil aus. Ich hoffe, Curry ist auf der anderen Seite jetzt noch da. Ihre Lieblingsszene, ich weiß das. Guck da, Luma wackelt jetzt. Wir sehen uns. Ich werde euch retten. Und die ganzen kleinen Süßen. Und es gibt einen Urknall. Warum die jetzt groß geworden ist, weiß auch niemand. Ein Sternenbaby wurde geboren. Dieses Kind wird sicherlich dereinst eine neue Galaxie werden. Muss man von der Galaxie auch die Windeln wechseln? Wenn das Licht eines Sterns verblasst, zerbierst er zu Sternstaub. Wenn man diesen sammelt und zusammenfügt, wird er wieder zu einem Stern. Und so dreht sich der Kreis des Lebens weiter. Aber es wiederholt sich nie das Gleiche. Es ist immer wieder neu. Und so... Ah, meine Augen, ist das hell. Geh nicht ins Licht. Da kriegt man Augenkrebs von. So zerbröselt der Keks nun mal. Und wir stehen wieder auf. Wie sie den Satz nicht beendet hat. Ja, ehrlich. Oder war ein Wal. Oder eine Robbe. Je nachdem, was das war. Ich bin nicht sicher. Ein Walross, meine ich. Oder nur ein fetter Hai. Ja, das sieht aus wie ein fetter Hai. Frivili! Frivili heißt immer mit offener Hose rumlaufen. Das macht man nicht. Ey, da ist Piranha. Da ist ein Bowser-Panzer. Da ist eine Peach.
Was? Achso, da kam Text. Und auch an euch. Ich hab den Text einfach voll ignoriert, war voll brain AFK. Dachte so, ah, man sieht was. Welcome! Welcome, new galaxy! Willkommen, neue Galaxie. Jetzt sehen wir komplett ein neues Level. Und ich dachte immer, das kann man bestimmt auch spielen. Guckt euch das mal an, das sieht so cool aus, da mit den ganzen Sachen. Ich meine, die benutzen, das sind alles die Sachen, die sie schon hatten. Aber diese Kombination wäre doch geil gewesen. Tja, Stuff Credits, Let's Player oder Streamer, Sun Let's Plays. Jawohl, das reicht, mehr brauchen wir nicht an Text. Tja, ich kann jetzt das mit Controller zur Seite legen, da müssen wir jetzt durch. Naoki Koga, Programmdirektor, Game Programming Lead, Takeshi Hayakawa, Movie Scene Programming, Tatsuro Ota. Katsuyasu Ando ist der Kameraprogrammierer. Ach, guck mal, den hätte ich gefeuert. Boss Charakter Programming. Kollisionssystem, aber den Kollision war okay, den lassen wir drin. Event Programmierung. Die war auch okay. Character Design Lead. Finde ich schon geil. Also ich muss sagen, bei Mario, die Charakter sind immer geil. Den hätte ich eine Gehaltserhöhung gegeben, den Kenta Motokura. Gefeuert? Really? Wow, hart. Naja, die Kamera ist okay. Für 2007 sogar überragend gewesen. Damals, zu der Zeit, da war, glaube ich, der typischste Satz beim Spielen, diese Kamera! Also, dafür war die eigentlich relativ gut. Jetzt, 13 Jahre danach, ist es immer noch okay. Ist ja nur manchmal ein bisschen nervig gewesen. Ich glaube, ich habe dieses Mal mich wenig über die Kamera beschwert. Hust, hust, hust. Ich hätte dem eine Sekunde gegeben, das nochmal zu überdenken. Und dann hätte ich ihn gefeuert. Machst du die Kamera anders? Nein, gefeuert. Sound Director. Ja, Sound, Musik. Weißt du, da können die nichts, da machen die nichts falsch mit. Voice, dass überhaupt so viele sind, vor allem einer, der Mercedes heißt. Mit Vornamen. Performance, Programm Support, Progress Management. Da gibt es sogar einen, der Progress macht. Der ist bestimmt den ganzen Tag da nur und fragt jeden, wie weit bist du? 3%, 4%, 5%, mehr macht er nicht. So einen Job hätte ich auch gerne. Und Rose mit Nachnamen, ja, schon komisch, ne? Klingt eigentlich falsch rum. Vielleicht ist es auch falsch, vielleicht war es auch Nachname, Vorname. Yasuke Nakano. Yoru Yori Adachi. Atsushi Tada. Tada! Debug. Debug Support. Ich frage mich, ob es, weil da ist ja Debug Support, jetzt gibt es bei den Leuten, die debuggen, auch einen Support, wo man dann anrufen kann, innerhalb der Firma. Ich habe hier einen Fehler. Und dann sagt der Supporter, ja, ich leite sie am nächsten Debug-Typ weiter. Schon eine coole Idee. Die ganzen asiatischen klingen nach verschiedenen. Sushi, Onigiri und so weiter. Ja, nach Essen, ne, alles. So, Tomoaki Kurome. Dann sagt jemand, oh ja, das will ich haben. Watanabe. Takezawa. Uchida, Masuyama, Kimura. Und Digital Scape ist auch mittendrin. Nintendo Tokyo Office. Nakagawa. Sakatten. Klingt doch voll nach Sushi. Masuyama. Alles Sushi. Ja. Heute gibt es Nakagawa Masuyama. Ende.